Wir haben eine gute Stunde, notfalls ein bisschen mehr. Was wünschst du dir aus unserer heutigen Treffen? Für mich Arbeit. mehr Klarheit, denke ich, ist das richtige Wort. Wenn ich darf, sage ich dir jetzt einfach ein paar Dinge, die ich sehe und höre. Gerne. Was ich sehe, ist, wenn ich dein Gesicht anschaue, eine Person, die auf der einen Seite eine absolute Eigenständigkeit hat, so wie in einer Katze. Die Katze macht, was sie will, sie kommt und geht und sie fragt niemand. Gleichzeitig ein Wunsch, einen tiefsitzenden Wunsch nach Harmonie. Diese zwei Dinge können sich eventuell widersprechen gegenseitig, ne? Ich will eigene Wege gehen, aber gleichzeitig will ich niemanden vor den Kopf stoßen. Was ich aussehe, ist sehr viel Wärme, sehr viel Empathie, also Einfühlungsvermögen in andere Menschen und auch jemand, die auf andere Menschen eventuell etwas löwenartig wirken kann, ohne es selber zu merken. Kannst du damit was Ja, ich habe eine anfangen? ganz große Affinität zu den Wildkatzen. Ja, Ja, genau. Ja, zu eben den Löwe. großen Wildkatzen. Die Ja, großen Wildkatzen. ich liebe die. Ja. Ja, ich bin mutig, ich habe Krallen und ich bin mutig. Probier mal den Ich habe Satz. Krallen und ich bin mutig. Und ich bin mutig und ich habe Und Krallen. ich bin mutig und ich habe Krallen. Und ich kann sie rausfahren. Ah ja, ich kann sie rausfahren und wieder reinfahren und wieder raus. Und ich wähle. Und ich wähle. Manchmal fahre ich sie raus. Manchmal fahre ich sie aus. Auf die Gefahr hin, dass nicht alles so harmonisch ist. Ja, auf die Gefahr hin, dass nicht alles so harmonisch ist. Aber da wird vielleicht einiges geklärt. Ja, Und genau. Da wird wahrscheinlich einiges geklärt. nicht alle werden meine Meinung sein. Ja, und nicht alle werden meiner Meinung sein. Und es wird vorkommen, dass ich den Kürzeren ziehe. Und es wird vorkommen, dass ich den Kürzeren ziehe. Aber ich habe Krallen Und ich habe Krallen. und ich fahre sie Und raus ich fahre sie raus. und ich gehe weiter Und ich gehe weiter. auf zum nächsten Abenteuer. Auf zum nächsten Abenteuer. Probier es mal zumindest leise, aber im Kopf richtig laut. Okay. Hast du immer Verspannungen im Kiefer? Ja, das wundert mich nicht. Wenn du nie brüllst, wenn du nie sagst, ich bin Löwe, nicht Katze, Wildkatze, nicht Hauskatze. Ja, Wildkatze. Nee. Genau. Wenn man mich angreift, dann zerfleische ich den. Ich zerfleische jeden, der mich angreift. Ich zerfleische jeden, der mich angreift. Boah. Du kannst den Satz so ändern, dass er für Ah. dich richtig passt, oder du kannst ihn behalten. So. Möchtest du den ändern? Ja, ich möchte ja gar nicht zerfleischen, das ist ja das, also. Bist du bereit, es zu tun im Notfall? Auf ihm anzudrohen, dass ich ihn zerfleischen würde. Ah, okay. Nur ist es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ist eigentlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, ne? Nicht zu weit, sonst zerfleische ich dich. Stopp. Aha. Und vielleicht kannst du das sagen in Erhabenheit. Stopp.
Geh nicht zu weit, sonst zerfleische ich dich. Wie reagiert er? Respektvoll. Möchtest du ihn immer noch zerfleischen? Nö. Wie ist es jetzt? Aus der Bahn. Und ich würde ihn tatsächlich zerfleischen, wenn er mir nicht aus dem Weg geht. Das ist interessant, ja. Besser du gehst mir aus dem Weg oder ich zerfleische dich. Brüll ihn einmal an. Boah, das war viel. Du bist ganz weit gereist. Ne? Wie geht es dir jetzt? Gut. Ja? Ja. 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 Und du willst deinen Platz finden und deine Sicherheit finden. Ja. Und aus was besteht jetzt dein Platz und deine Sicherheit? In dem Erkennen, dass ich täusche, wenn ich eine Hauskatze vorgebe. Ja. Das ist wie in meinem Lieblingszitat, dass ich mich klein mache, nur damit andere sich in meiner Umgebung nicht unsicher fühlen. Marianne Williamsons wunderschöne Aufsatz, ja. Genau. Und wenn ich mir meinen Pranken und den darin sich befindlichen Krallen bewusst bin, dann, wenn ich den Gepard sehe, ja, was der für Pranken hat, Riesenpranken, ja. Und wie schnell die sind und alles, boah, meisterschaftlich. Das sind, glaube ich, die schnellsten, gell? Ja. Ja. Ein berühmter Torwart, ich hatte seinen Namen vorhin und ist jetzt weg, hätte ich aufschreiben sollen. Ich schaue genau nachher, weil ich finde ihn. Das ist jemand, okay, die Torwarte haben auch diese Dinge, aber er hat in diesen riesen Handschuhen, du siehst, dass er Pranken hat und wenn er den Ball holt, dann holt er ihn zu und das gehört ihm. Ja. Und das ist vielleicht ein schönes Bild für dich. Wie bist du drauf gekommen auf die Wildkatze? Durch deine Gesichtszüge. Ja. Das sind die Katzen, die sich da zeigen durch deine Augen, durch die Kieferbreite auch oder beziehungsweise durch die Kopfform, dass dein Kopf von den Proportionen her eher breit ist als schmal. Und dass solche Gesichter von anderen wahrgenommen werden als autoritativ und haben was zu sagen, aber wenn der Mensch mit diesem Gesicht sich nicht so verhält, dann gibt es eine doppelte Botschaft, dann gibt es Irritation, da gibt es Ärger und der Löwe weiß nicht, woher. Ja. Weil ich habe euch doch nichts getan. Genau. Und das ist genau das Ding. Ja, ihr solltet uns aber, wenn nichts tun, zumindest deine Autorität zeigen. Ja. Und es gibt so viele Menschen, die in der Umgebung, die schmaler sind. Ja. Und das sind mehr oder weniger die Gazellen der Gesellschaft. Und die wünschen sich vom Löwen eine angenehme Autorität, sonst fühlen sie sich fallen gelassen. Und eine fallen gelassene Gazelle ist ein trauriger Anblick. Das wirklich fällt in sich zusammen und kann auch aggressiv werden auf ganz fiese Art und Weise. All diese Dinge für die wie es die Außenwelt wahrnimmt, weil wie du dich wahrgenommen hast, du hast nicht gedacht, du schummelst in irgendeiner Form. Ja. Genau. Ja. Aber als du die Krallen entdeckt hast, hast du schon gemerkt, aha, ist doch da diese Kraft. Ne? Ja, ja, ja. Die Krallen sind richtig super. Klasse. Wie fühlt sich das an? Ja, gut. Gut, ne? Ja, das sind Krallen, oder? Ja, das sind Krallen. Ja, ich habe auch welche. Spürst du die? Ja, ja.